Nur gut 6 Minuten fehlten am Ende zum zweiten Husarenstück der Landshuter. Lange führte der EV Ellerner Küste mit 1:0, doch dann die 54. Minute und ein folgenschwerer Fehler des bis dahin überragend haltenden Brian Stewart im Gehäuse der Gäste. Brandon Cook nutzte diesen zum Ausgleich und hauchte damit den Pinguinen und den über 4.200 Fans im ausverkauften Stadion am Wilhelm-Kaisen-Platz neues Leben ein. Hier noch einmal, statt die Scheibe zu sichern, spielt Stewart sie genau zurück auf den Schläger von Brock Hooten und dessen Rückpass findet den Weg zu Cook und indirekt genau ins Herz des EVL. Ja, Niederlage ist immer bitter. Mit Sicherheit ist es doppelt hart, wenn man sieht, wie es zustande gekommen ist in Overtime und auch noch in Unterzahl. Ist sehr, sehr hart, aber es gibt immer einen Verlierer und leider waren wir der Verlierer. Brockmann spricht da die zweite entscheidende Szene dieser Partie an, denn nach 10 Minuten der Overtime, es müsste ja gespielt werden, bis eine Entscheidung fällt, bekommt Peter Abstreiter hier eine Strafzeit. Auch ohne die Landshuter Brille betrachtet schon ein sehr, sehr harter Pfiff. Vor allem, wenn es um alles oder nichts geht, muss man diese Strafe sicher nicht geben. Das nun also bei 4-3 auf dem Eis die Millionenchance für die Hausherren und diese ließen sie sich auch nicht entgehen. Bremerhaven zieht die Box immer enger und letztendlich ist es Kapitän Marian Deida, der die Pinguine zum 2:1 in der 71. Minute und damit ins Finale schießt. Aber es muss leider einen Verlierer geben und wie gesagt, es ist hart, wie es zustande gekommen ist. Aber ich kann meiner Mannschaft nur ein Kompliment machen. Sie haben gekämpft, gearbeitet, diszipliniert, gespielt und alles. Aber ich glaube, von beiden Seiten, war eine sehr interessante Serie, auch für die Zuschauer. Sehr spannend und alles. Und Werbung fürs Eishockey, glaube ich. Das auf alle Fälle. Auch Spiel 7, wie die ganze Serie, an Spannung und Dramatik nicht zu überbieten. Der EVL hoffte auf eine ähnliche Geschichte wie im Viertelfinale, als man einen 1:3 Serienrückstand gegen Ravensburg noch aufholte und in Spiel 7 triumphierte. Bremerhaven aber von Beginn an der erwartet harte Knochen. Stewart hielt den EVL aber mit zahlreichen guten Paraden immer wieder im Spiel. Die Gäste brauchten einige Zeit, um reinzufinden. Ab dem Mittelabschnitt waren sie aber absolut auf Augenhöhe und erspielten sich einige gute Chancen. Der Plan schien dann endgültig aufzugehen, als der aufgerückte Stefan Kronthaler in der 29. Minute zum 1:0 für den EVL einschoss. Der hochtalentierte Verteidiger, der ja dem Vernehmen nach einige DEL-Angebote vorliegen hat, mit seinem bis dato sicherlich wichtigsten Treffer für Landshut. Trotzdem sollte es am Ende, wie gesehen, leider nicht reichen. Ja, aber es ist schwer, es über so lange Zeit ist 1:0 zu halten. Also passiert oft. Wir haben es eigentlich versäumt. Wir haben heute im Spiel 3-4 Situationen, klare 2-gegen-1 Situationen gehabt, wo wir nicht genützt haben. Ich glaube, wenn wir das 2:0 schießen, dann bringen wir es über die Runden. Allerdings hatte Bremerhaven auch noch einige Hochkaräter zum Ausgleich, doch Stuarts Kasten schien wie vernagelt. Und langsam aber sicher wirkten die Hauserinnen entnervt, bis sie dann eben ausgerechnet Stuart selbst zurück ins Spiel brachte. Auch in der folgenden Overtime die Gastgeber, die aktivere Mannschaft. Der Sieg also sicherlich nicht unverdient. Trotzdem natürlich unheimlich schade für den EVL, der 25 Minuten reine Spielzeit lang drin war im Finale. Ich glaube, wenn man ein paar Tage darüber nachdenkt und schläft, dann werden wir mit Sicherheit, ich habe auch die Jungs gesagt, das kann jeder mit erhobenem Haupt aus der Kabine rausgehen. Wir hätten genauso im Finale stehen können. Am Ende fehlte also etwas das nötige Quäntchen Glück, um zum zweiten Mal das alles entscheidende 7. Spiel auf fremdem Eis zu gewinnen. Trotzdem in der Nachbetrachtung eine starke Saison des EVL, mit der verantwortliche Spieler und Fans mit ein paar Tagen Abstand dann sicher sehr, sehr gut leben können.